Johannes hier, auf geht's zu einer neuen Party Bulletschach hier auf LeeChess.org. Die Farbe überlasse ich wie immer dem Algorithmus, dem Zufall, dem Matchmaking, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und dann schauen wir mal, wer uns zugeteilt wird. Na, dauert heute einen Moment, aber jetzt habe ich Uchse bekommen, 1553 Punkte. Und auf geht's. Sieht mir soweit alles normal aus. Jetzt kommt vielleicht mal der erste kleine Versuch, Schwarz ein bisschen zu kitzeln, indem ich die Dame hier angreife, dann hier mit Schach schlage. Und jetzt müssen wir auf den B2 Bauern hier aufpassen. Hier auf D4 müssen wir auch gucken. Und das vielleicht nochmal verstärken hier. Das ist C3 im Moment schwach, aber auch nicht angegriffen. Die Idee ist jetzt eventuell hier mit D5 zu pushen, um dann dieses diesen Angriff auf die Dame auszunutzen. Mal schauen, ob das reicht. Das ist jetzt der Angriff und die Frage ist halt, was macht Schwarz? Springer hier dazwischen ziehen geht nicht, weil er hier fällt. Ansonsten ist der Springer aber auch selbst angegriffen. Es müsste gehen, auch wenn er hier reinschlägt. Das fühlt sich natürlich nicht so gut an, aber wow, die Dame. Die war selbst angegriffen. Heieiei. Das war natürlich erstmal hier oben Schach geben. Das war natürlich jetzt ein Problem. Das habe ich total übersehen. Hier drohte jetzt auf C2 mit der Dame Ungemach. Wenn er schlägt, muss ich zurückschlagen. Da hat mich Uchse ganz schön kalt erwischt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da draußen noch machen. Ich kann ja nicht weg. Zeit. Zeit ist ein Problem. Hier kann ich aber nicht hin. Ich versuche mal hier zumindest den Platz zu räumen, damit der Turm eventuell mit einsteigen kann in den Angriff. Rochieren kann ich nicht mehr. Das geht auch nicht. Ich komme mit meinem König hier auch nicht mehr weg jetzt. Ja, muss ich was ziehen. Zeit ist zu knapp. Ja, ist schon. Ist verloren. Also das war jetzt wieder mit dem Läufer hier schlagen und dann kann ich nicht zurückschlagen wegen Matt. Also muss ich im Prinzip sowas spielen. Schlägt er hier, gibt Schach, ich muss dann weg. Auf jeden Fall verloren. Schade. Aber das passiert eben. Wenn er meinen Turm schlägt, bekomme ich den. Oh, jetzt kriegt er ihn ja komplett. Ja, ich komme schon gar nicht mehr weg. Jetzt ist hier unten sofort. Egal. Ja, kommt vor. Na komm. Erlöse mich. Aufgeben. Da gehen wir einmal ans Analysebrett und gucken uns das nochmal an. Skandinavische Verteidigung. Soweit hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Mal gucken, ja, er möchte jetzt ein Rückspiel, aber im Moment nicht. Ausgeglichene Stellung bis hierhin. Und ja, hier ist der Punkt schon, also der Zug war schon gar nicht richtig. Richtig wäre gewesen, mit dem Springer auf den Läufer zu gehen, okay. Und der Zug ist deswegen einfach falsch, weil ich hier, ja, ich habe übersehen, dass die Dame geschlagen wird und dann bin ich natürlich gleich richtig im Materialnachteil. Gucken wir es nochmal durch, ob ich noch irgendwo einen ganz üblen. Ah, hier drohen dann schon die Matze, wenn er direkt den Läufer nach B4 spielt.
Und hier ist dann schon Martin 4 und es sind ein paar mehr, die er am Ende macht, aber okay, das ist dann von Schwarz auch stark gemacht. Da kann man sich dann eben leider nicht mehr befreien. Jetzt ist es Martin 1, nämlich ja, ich muss nach G1 und dann ist hier unten mit Dame B1 matt. Ja, passiert eben auch. Man muss eben auch auf die langen Linien hier achten und darauf achten, was mit der eigenen Dame passiert. Jo. Bis zum nächsten Mal, dann machen wir es hoffentlich besser.